Erstmals gibt es in der Leon-Familie ein dreitüriges Modell. Seat bietet ihn mit dem Namenszusatz SC an. Das Kürzel steht für Sportcoupé und soll die Sinne des Fahrers mehr ansprechen als die Konkurrenz in der Kompaktklasse. Dass er dynamischer als sein fünftüriger Bruder wirkt, hat weniger mit den zwei fehlenden Türen zu tun. Der Radstand ist um rund 3,5 cm geschrumpft, das Dach um 1,5 cm flacher geworden. Verbunden mit den kurzen Überhängen vorn und hinten und den seitlich scharf geformten Linien symbolisiert er bereits im Stand seine Sportlichkeit. Sauber verarbeitet zeigt sich der Innenraum. Die Bedienung ist intuitiv und lässt keinerlei Fragen aufkommen. Sportcoupé-typisch ist das Raumangebot. Vorne finden auch großgewachsene Mitteleuropäer eine bequeme Sitzposition. Auf der Rücksitzbank ist das Raumgefühl eingeschränkt durch das flachere Dach. Aber wer ein Coupé kauft, erwartet auch nicht, dass man damit die Großmutter mit in den Urlaub nehmen kann. Das Thema Fahrspaß ist da viel wichtiger. Und da legt der Leon SC ordentlich vor. Auf kurvigen Straßen ist er in seinem Element. Dank des kürzeren Radstandes, 20 Kilo weniger Gewicht und einer etwas strafferen Abstimmung machen Landstraßen richtig Spaß. Einige Modellvarianten bieten unterschiedliche Fahrprofile. So lassen sich auf Knopfdruck, Motorcharakteristik, das Ansprechverhalten der Lenkung und sogar der Sound ändern. Den Antrieb übernehmen vier Diesel mit 90 bis 184 PS und fünf Benziner, deren Leistungsspektrum zwischen 85 und 180 PS liegt. Die Triebwerke sind keine Unbekannten. Die Konzernbrüder VW Golf und Audi A3 vertrauen ebenfalls darauf. Mit dem Leon SC bietet Seat eine echte Alternative zu den Platzhirschen der Kompaktklasse. Dass trotz seiner Qualitäten und der vielen pfiffigen Details Fahrspaß nicht teuer sein muss, ist eine weitere positive Eigenschaft. Der dynamische Dreitürer beginnt bei rund 15.000 Euro.